Moin und willkommen, meine Freunde der Sonne, zu einer weiteren Folge von Happy Wheels. Ja, heute am Freitag, ja genau, ist Happy Wheels Tag, zumindest mal Browser Game Tag. Und da dachte ich mir, letzte Woche kam Stitter.io, diese Woche kommt mal wieder Happy Wheels dran. Wir spielen wie gewohnt die Browser Levels und ich habe auch ein ziemlich interessantes Thema vorbereitet. Und wir fangen an mit Stickman Pogo Fight. Oh ja, das sind immer meine Lieblingslevel, die Pogo-Fights, natürlich. Ja, und das Thema, ihr wisst ja, ich fange immer ganz gerne direkt am Anfang der Folge an. Stech mir bitte. Alles klar. Wo stecken ich da jetzt fest? Ja, und zwar ist es ein neues Minecraft-Projekt, das dann in den nächsten Tagen anfängt, voraussichtlich... Ach Gott, wie sieht das aus? Voraussichtlich am Sonntag wird die erste Folge kommen. Und zwar ist es ein Minecraft-Projekt in dem Modpack Feed the Beast Infinity Evolved. Und zwar heißt das Minecraft Nuke 2. Ganz alte Zuschauer von meinem Kanal, die schon von einem Dreivierteljahr dabei waren, werden sich jetzt wahrscheinlich freuen. Denn da kam der erste Teil hier auch auf dem Kanal. Und zwar ist es mit einer Menge verschiedener Leute und mal wieder so größtenteils geplant von Let's Vendetta wie auch bei Minecraft Nuke 1. Sie kam auf die Idee, so eine Art Fortsetzung davon zu machen. Mich wurde wieder eingeladen, habe mich natürlich sehr gefreut und freue mich jetzt auch, wenn es endlich losgeht. Yes, ich kam da dran vorbei. Och, das war mal wieder so klar. Break the glass. Es wird auch sehr, sehr wenig Aufnahmeregeln geben. Das heißt, theoretisch könnte man täglich 10 Folgen, die jeweils 10 Stunden gehen, hochladen. Wie man das macht, ist jedem selbst überlassen. Ich werde so täglich eine Folge versuchen hochzuladen, die jeweils so 20 Minuten geht. Das kommt alles zusätzlich zum normalen Uploadplan. Und zwar werden die Minecraft Nuke Folgen größtenteils uncut gelassen. Es haben sich ziemlich viele Leute gewünscht, dass mal wieder uncut Folgen kommen. Und da habt ihr beides. Vormittags wahrscheinlich dann Minecraft Nuke, eine uncut Folge. Und dann nachmittags die gewohnten, ja, ziemlich geschnittenen Folgen. Aber genauere Informationen, wie das dann alles letztendlich sein wird, erfahrt ihr dann in der ersten Folge. Ich muss sagen, dieses Level ist eigentlich ganz interessant aufgebaut, weil normalerweise kennt man ja Glassbreaks nur so als man fährt geradeaus, muss nichts machen und mit der Zeit bricht alles hier zusammen. Die ganze Welt bricht zusammen. Ich glaube, hier muss man schnell sein. Ja, muss man. Gut. Nein. In der letzten Folge gab es ja eine etwas schlechtere Soundqualität, sage ich mal, weil ich hatte ein paar neue Einstellungen ausprobiert. Hat's auch getestet, aber irgendwie war die Qualität so schlecht. Ja, ich weiß nicht warum, als beziehungsweise ich habe die ganze Zeit so übersteuert, dass ich da jetzt nochmal einiges rumprobiert habe und hoffe, dass es jetzt besser ist. Also ich habe natürlich wieder Tests gemacht. Ich glaube, ich habe auch die falsche Einstellung gefunden. Hier passiert jetzt nichts mehr, oder? Und ja, im besten Falle ist die Qualität nun wieder wie gewohnt. Yay, und der Typ hier freut sich auch deswegen. Yay. Also echt ein nices Schild, muss ich sagen. Oh, ein Backflip. Also so sieht's auch immer aus, wenn ich Motorrad fahre übrigens. Jedes Mal. Da fahre ich auch immer ein paar Loopings. Und mache einen Backflip. Und yay. Haha. Also das ist natürlich auch nur so ein Trick, den ich immer anwende. Das heißt, die menschliche Windschutzscheibe. So heißt der Trick. Ja, werfen wir ein paar Schwerter. Komm schon. Nice. Den haben wir und dann will ich den da oben. Oh, ah, da schlägt er sich selber das Schwert in den Kopf. Und der andere macht sie nach. Das sind aber nette Menschen hier. Das sind echt freundliche. Nein, nein. War das Schwert knapp an mir vorbeigeworfen. Komm schon. Als ob ich die jetzt nicht... Als ob ich da nicht drankomme. Nein. Ja, hab's. Oh, der muss... Ich sagte, das nächste... Was? Also, ich will jetzt ja nichts sagen. Was? Jetzt hat mich der Mistchen auch noch getötet. Halloween-Demo. Ach, immer die ganzen Demo-Versionen. Die gehen dann... 2 Sekunden lang. Und dann steht da Raid 5. Vor... a longer version. Und dann kommt die niemals. Beziehungsweise kein Mensch kriegt es mit, dass da was Neues kommt. Aber irgendwie tötet mich... Oh, Timmy. Ich räche jetzt Timmy und deswegen schaffe ich es jetzt an diesem Versuch. Oh, da jump ich wunderbar über die Harpunen drüber.
Sie haben keine Chance gegen mich. Wie hat denn der sein Bein? Also ich muss schon sagen, dieses Bein sieht echt gut aus. Test. Test. It's just a test. Alter. Alter. Nee. Nee. Oh mein Gott. Das werde ich jetzt auch erstmal mit 5 Sternen. Aber auch wie der es hier geschrieben hat. Viel Spaß mit meinem Test. Und zu guter Letzt gibt es nochmal ein Schwerterwerfen. Zack. Oh, direkt. Oh, Triple Kill. Nein, nein. Geh da weg. Oh nein. Nein, nein. Haha, das ist schon wieder knapp. Und gut, und das wird ein wunderbarer Wurf, oder? Perfekto. So, das war's in der heutigen Folge von Happy Wheels. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dürft ihr mir das sehr, sehr gerne anhand einer Bewertung und einem Abo zeigen. Freut euch auf Sonntag, wenn die erste Folge von Minecraft Nuke 2 voraussichtlich erscheint. Wenn nicht, dann informiere ich euch nochmal kurz, dass es ein bisschen später wird. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.